Das ist Du bist wirklich. jetzt sichtbar für alle, du kannst winken. Hallo. Frier Elf ist mein Künstlername. Ja, und ich glaube, wir starten jetzt einfach, Julia, oder? Super. Ja, Was sagst du? alles ist bereit. Okay. Gut. Dann starten wir die PowerPoint. So. Das Soziotop als Tool zur Selbstwirksamkeit. Ich habe eine Firma gegründet, die heißt Interacting Lectures. Deshalb steht hier auch Interacting Lectures. Das Projekt habe ich initiiert. Mein Name ist Katharina Reich. Hier seht ihr, warte mal, ich werde mal das hier irgendwie zur Seite schieben. Hier seht ihr den Ablauf. Also es gibt eine Vorstellrunde, wo die Julia erzählt, wie wir zusammengekommen sind. Dann werde ich in der Vorstellrunde von mir und der Fria wird ein bisschen klar werden, was ist das Soziotop, dann der Begriff vom Soziotop, woher kommen wir einfach arbeitstechnisch. Es gibt einen Call to Action, es gibt nämlich noch freie Plätze, also auch Anregung zum Mitmachen. Es gibt dann noch unterschiedliche Facetten, also die Fria und ich erzählen euch, wie wir das Soziotop sehen. Und am Ende geht es dann in die Reflexion, wo es um den gemeinsamen Austausch und was ist das Soziotop für euch oder was sind euch für Ideen gekommen sind, geht. Ich möchte jetzt mal das Wort an die Julia geben. Ja, Julia, erzähl du mal. Die Katharina und ich haben uns vor ein paar Tagen schon getroffen, um ein bisschen Technik auszuchecken und zu besprechen, wie das heute ablaufen soll. Und da ist dieses Foto entstanden. Es hat mich sehr gefreut, einmal wieder so lange mit einem Mitglied sprechen zu können, weil mir das derzeit sehr fehlt. Also gerade die Kommunikation mit den Mitgliedern läuft derzeit hauptsächlich über E-Mails, finde ich sehr schade. Und ich hoffe, dass das ganz bald wieder vor Ort im Künstlerhaus mehr möglich sein wird. Die Rote Wand ist ja auch aus diesem Grund entstanden. Es gab den Wunsch, ein Format zu haben für die Mitglieder, das eher kurzfristig bespielt werden kann, weil ja die Ausstellungen doch oft schon für Monate, wenn nicht Jahre im Vorhinein festgelegt sind. Und wir draufgekommen sind, dass oft die Mitglieder sich auch untereinander gar nicht so gut kennen. Wir haben inzwischen 480, 483, glaube ich, aktuell gerade aktive Mitglieder im Künstlerhaus. Und man hat natürlich selber auch nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und es gab einfach auch nicht viel Möglichkeit, da wirklich gut in Kontakt zu kommen. Und die Rote Wand ist als Format entstanden, wo Mitglieder sich und ihre Arbeit vorstellen können. Die Form ist völlig freigelassen. Also das kann ein Gespräch sein, ein Vortrag, eine Buchpräsentation, haben wir schon alles gehabt, oder eine Filmvorführung. Das lassen wir den Mitgliedern ganz offen. Und von der Organisation her ist es so, dass die Marilee Seiler das betreut hat bis jetzt. Und da sie jetzt sehr viel zu tun hat, gerade habe ich die Organisation ein bisschen übernommen. Und wenn jemand Interesse hat, so einen Abend zu gestalten, kann man sich an mich wenden. Für das Jahr 2021 haben wir die Plätze bis jetzt einmal vergeben. Ich habe da heuer hauptsächlich die ganz neuen Mitglieder angeschrieben, sich vorzustellen, weil heuer auch für die neuen Mitglieder eben die Gelegenheiten sehr gering waren, in Kontakt zu kommen mit anderen Mitgliedern, weil sonst machen wir auch immer solche Vorstellrunden für die neuen Mitglieder. Das gab es zwar einmal heuer, aber nicht so oft wie gewünscht und auch die Sitzungen sind sehr eingeschränkt gewesen. Also deswegen habe ich jetzt mich an die neuen Mitglieder gewandt und sie gebeten, dass sie hier an Abenden sich und ihre Projekte vorstellen. Die Katharina hat ihr Projekt schon vor längerer Zeit uns mal vorgeschlagen, dass sie das gerne machen möchte. Und deswegen haben wir hier jetzt dann einen Platz gefunden, dass sie das mal vorstellen kann. Ich habe mich besonders gefreut, dass die Fria auch dabei ist, die auch schon seit 2005 Mitglied im Künstlerhaus ist und ein sehr aktives. Und wir freuen Auch uns, schon dass wir so ein schönes Projekt jetzt hier ausgestellt vorstellen hat. dürfen. Bitte? Auch schon ausgestellt hat. Genau. Und deswegen ist es immer schön, wenn dann Mitglieder, die noch nicht so lange dabei sind und welche, die länger dabei sind, auch miteinander in Kontakt kommen und über solche Projekte auch sich kennenlernen und ihre Arbeiten und dann auch anderen Leuten vorstellen können. Das finde ich immer sehr schön. Und wir haben jetzt eben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Die Katharina hat mir das Projekt vorgestellt und es wird auch im Nachhinein noch weitere Aktionen dazu geben, weil sie suchen eben auch noch MitstreiterInnen. Und dazu hört ihr dann noch mehr von uns. Ja, genau, die Rote Wand findet einmal im Monat statt. Das ist immer am Mittwoch. Das ist so entstanden, dass wir am Mittwoch
früher immer länger offen hatten. Das ist derzeit nicht so, kommt aber hoffentlich vielleicht wieder. Und derzeit findet sie eben online statt, damit wir weitermachen können, damit auch in den Zeiten, wo keine Veranstaltungen im Künstlerhaus möglich sind. Und ihr findet alle Termine von 2021 auf der Homepage im Album und dann, wenn sie soweit geplant sind, auch im Kalender bei den Terminen. Und ich freue mich schon auch total auf die weiteren Projekte, die vorgestellt werden. Dankeschön. Ja, super. Ich möchte mal, nachdem ich auch mitgekriegt habe, dass der Kurt Bratz da anwesend ist, also ohne ihn wäre dieses Projekt eigentlich gar nicht zustande gekommen, weil ich, als ich aufgenommen wurde, habe ich den Kurt kennengelernt und habe das Projekt dann ihm mal erzählt. Und er hat mich mit der Marily Seiler bekannt gemacht. Und so bin ich eigentlich dann auch so zur Julia Kornhäusl, die ich dann auch kennengelernt habe, eigentlich so mit dem Künstlerhaus jetzt intern sozusagen in Kontakt gekommen. Es hat ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich die Strukturen so circa verstanden habe. Die Coco Gessel wäre eigentlich auch beim Projekt dabei gewesen. Das ist die, ich glaube, Großnichte vom Kurt, ist aber leider zurückgetreten. Und in der Präsentation kommt es jetzt vor, weil das recht kurzfristig vor der Präsentation war. Und ich habe aber alles, was sie betrifft, werde ich einfach überspringen. Ja, vielleicht mag sie ja doch nochmal irgendwann dazukommen. Also wir sind jetzt zwei Soziotop-Frauen, die Fria Elfen, die ist 87 Jahre alt und sitzt neben mir. Und ich selber, Katharina Reich, ich bin 40 Jahre alt. Das ist mal sozusagen die Grundstruktur. Ich selber bin Performerin und interdisziplinär arbeitende Künstlerin, die Installationen und Objekte produziert. Ich beziehe mein Umfeld und die sinnliche Wahrnehmung als Werkzeug ein, um interdisziplinäre Arbeiten zu produzieren. Mein Arbeiten ist sehr prozesshaft, also eigentlich eine laborbezogene Situation. Es entstehen gefilmte Performances, am Körper tragbare Skulpturen, Vorträge in der Schnittmenge von Psychologie, Kunst und Podiumsdiskussion mit Interaktionsspielraum. Und für mich sind einfach Netzwerke was ganz Wichtiges. Und vor allem ist eine transkulturelle Haltung die Basis, mit der ich im Fokus eigentlich die letzten Jahre arbeite. Ganz spannend ist auch, dass ich nach meiner Krebserkrankung vor über 3 Jahren eben die Körperebene auch noch als Tool entdeckt habe und mich das erste Mal getraut habe, auch eben im Bereich Performance aktiv zu werden, was mir riesigen Spaß macht. Und ich kann das allen nur nahelegen, fangt an zu performen. ja, es hat einen, also ich habe einen Preis gewonnen, es hat auch schon mehrere Ankäufe gegeben. Ich bin Mitglied unter anderem auch im Künstlerhaus und im Vorstand von EOP. Ja, das bin jetzt so grob mal ich. Ich möchte euch nicht langweilen. Ich gebe weiter an die Fria. Und die Fria würde euch mal ganz kurz erzählen, was sie so macht. Und hier seht ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Schaffen. Den mussten wir ziemlich runterkürzen, weil natürlich Frias Leben bedeutend länger ist mit den 87 und der wahnsinnig lang gewesen wäre. Jetzt haben wir da ziemlich herumgefinkelt, den zu kürzen. Erzähl mal, Fria. Also meine Arbeiten nenne ich Lichtinstallationen. Mhm. Ich arbeite also mit Beleuchtung, mit den Schatten, die über die Beleuchtung entstehen. Ja, also die Arbeiten werfen Schatten an die Wände, sodass die Arbeiten in den Raum hinein projiziert werden. Und ich arbeite aber auch also viel mit Spiegelelementen. Die gehen also dann in alle Richtungen, zum Beispiel auch in den Boden hinein. Also man hat das Gefühl, man fällt da hinein. Der Text ist auch noch wichtig, oder, bei deinen Arbeiten? Und ich arbeite seit vielen Jahren mit Textelementen, wobei ich versuche, den Text nicht unbedingt lesbar zu machen, sondern ich arbeite immer mit Verfremdungen.
es soll nichts, ich habe aufgehört mit Dingen, die man so direkt erkennen kann, eben zu arbeiten, sondern mir geht es um die Kombination von Dingen, die dann über Text und Bild und alle möglichen Ebenen eben also ein neues und interessantes und aufregendes Ganzes ergeben. Sehr schön. Ich glaube, du bist auch ein paar Mal ausgezeichnet worden mit Preisen und ja, hast eine Reihe an Stipendien auch gekriegt, oder? Den Burgenländischen Landeskulturpreis habe ich bekommen und eben verschiedene Carry-Preise und so. Super. Aber ich habe schon an der Akademie einen Preis bekommen, nicht? Seinerzeit, mein Lieblingsprofessor war ja der Böckel, der also mich auch aufgenommen hat in der Akademie und eingeführt. Und für mich ist also die Intensität, mit der dieser Mensch gearbeitet hat, einfach wirklich das Größte. Gut. Ja, danke, Freya. Gerne. Worum geht es im Soziotop? Das ist ja die Frage, die wir eigentlich auch behandeln wollen. Also, es sollten 3 bis 5 Generationen von Künstlerinnen hier in einem neuen Format im Soziotop arbeiten. Das Soziotop habe ich mir erdacht und das Soziotop ist eigentlich ein Begriff, der für die Kunst ganz neu ist. Er vereint die soziale und sozialökonomische Perspektive eines Standorts. Auf das Kunstfeld umgelegt heißt das, raus aus den Ich-Isolationen der Frauen und rein in den Austausch. Weil wir Frauen kennen das, je älter wir werden, desto vereinzelter arbeiten wir. Und das habe ich irgendwann bemerkt und habe mir gedacht, ich möchte bitte ein Projekt haben, wo Frauen sich zusammenschließen und wo die Biografien nicht jedes Mal einzeln die Erfahrungen machen müssen, sondern wo wir vielleicht auch Abkürzungen nehmen können. Und wo vor allem durch die unterschiedlichen Altersperspektiven auch unterschiedliche Erfahrungen ausgetauscht werden können. Es ist also sozusagen ein partizipatives Mentoring-Projekt, das quer über Generationen geht. Und es geht auch um persönliches Treffen, um den persönlichen Austausch, eben weiter als nur das projektierte Arbeiten und nur fokussiert auf einen Output, sondern es geht einfach auch um diese menschliche Ebene, um die Interaktion. Was entstehen soll, ist eine tragende Gemeinschaft, die weibliche Themen in der Kunst und auch Kunstschaffende eint. Und vor allem den Austausch mit neuen Arbeiten, die da entstehen, forciert. Es ist sozusagen der Melting Pot der Generationen. Das Ziel ist die Sichtbarwerdung von Künstlerinnenpersönlichkeiten im Kunstgeschehen. Und das ist das Zentrum des ganzen Projekts. Wir fragen uns, wer kann was? Wie können die Soziotop-Frauen gegenseitig Synergien entfalten und vor allem entwickeln? Es wird ein Projekt sein, das jetzt bereits schon seit letztem Jahr im Winter sich formiert hat. Und es wird 1,5 Jahre gehen. Es geht darum, dass wir uns monatlich treffen. Natürlich pandemisch müssen wir jetzt mal schauen, wie wir da tun, aber da wird sich auch eine Lösung finden und eben diesen Austausch fokussieren und im Laufe dieser Treffen dann aus diesen Gesprächen heraus Arbeiten entstehen. Und es wäre sehr schön, wenn eine weibliche Plattform entsteht, wo Frauen einfach auch sich gegenseitig supporten. Woher kommen wir? Das ist auch eine wichtige Frage. Ein bisschen habt ihr ja schon bei der Kurzbio einen Einblick gekriegt. Aber was ihr noch nicht wisst, ist, dass ich als Performerin und interdisziplinäre Kunstschaffende das Begreifen und das sinnliche Miteinander interagieren als Basis meiner Arbeit habe. Für mich ist ganz wichtig, dass Objekte und Dinge, die ich in Performance anrege, dass das die Menschen zum Mitmachen, zum Angreifen, zum Berühren,
zum sinnlichen Wahrnehmen einfach bringt. Und deshalb nutze ich diesen Begriff B-Greifen. Das ist nicht nur eben die geistige Ebene, sondern eben die körperlich-sinnliche Ebene auch, weil im Endeffekt bestehen wir ja aus Körper und Geist. Und die Seele möchte dann einfach auch berühren. Und ich glaube, das ist was ganz Wunderbares, was wir in Kunst ganz wunderschön anregen können. Ich zeige euch jetzt mal kurz ein paar Arbeiten. Also da gibt es zum Beispiel ganz links das Narbenkatharsis-Projekt. Da geht es um den Körper als Konzeptmaterial. Und ich habe da eine ganze Serie an Skulpturen entwickelt und Arbeiten, wo einfach jedes Mal der Körper das Material war, mit dem ich etwas ausgedrückt habe. Unter anderem ist dann auch eine Skulptur aus Fleisch entstanden. Lyrik mache ich, das ist eine sehr vergängliche Kunst. Ich dichte seit vielen Jahren, bin mittlerweile auch im International Pen Club Mitglied. Und ich schreibe eigentlich im Monat bis zu 10, 15 Gedichte, die ich auch immer wieder mal veröffentliche oder lese. Also für mich ist Sprache, wobei ich schwere Legasthenikerin bin, also falls ihr Rechtschreibfehler da seht, dann habe ich sie wohl übersehen. Ich hoffe, sie sind möglichst ausgemerzt, aber ich bin ein Mensch. Aber ich habe mir das Schreiben einfach sozusagen über das Dichten eigentlich die Lust an der Sprache erarbeitet. Ein bisschen anders als die Fria. Dann habe ich zum Beispiel dieses Projekt da unten, ein sehr lustvolles Interaktionsprojekt, ein Performance-Projekt, da ist das Schneckenrennen entstanden. Das war bei einem Installationsfestival und Performance-Festival. Ich habe ein Schneckenrennen kreiert und es geht um die Entschleunigung und das Weggehen von den modernen Medien, also vom Handy. Die Zone, in der diese Performance stattgefunden hat, war handyfreie Zone. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ein Schneckenrennen ist wahnsinnig langweilig. Das war der Sinn der Aktion. Es hat dann nämlich andere Spiele gegeben. Und ich habe die Leute eigentlich zum Interagieren bewegt und das war meine längste Performance, die hat über 6 Stunden gedauert am Stück. Ich war nachher ziemlich erledigt, aber es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und ich habe, ich glaube, 30 Leute kennengelernt und es haben Menschen allen Alters mitgemacht, also von Senioren bis hin zu kleinen Kindern, alle waren mit dabei und das sind Projekte, die mich einfach interessieren. Und das witzigste Projekt war das Schlafbrillenhaarschnitt. Da ist es darum gegangen, dass nach der ersten Pandemiewelle und dem ersten Shutdown haben wir alle Wahnsinnsfrisuren gehabt. Und ich habe mir gedacht, naja, ich schneide gerne Haare, eine Performance mit Haarschneiden fände ich lustig. Und der Daniel Aschwanden hat mich eingeladen in seinem Subzomia, doch dort eine Performance zu machen. Habe ich gesagt, du, jetzt haben alle irgendwie so lange Haare, ich möchte was mit Haare schneiden machen. Aber ich mag nicht 20 Leuten die Haare schneiden müssen. Ich habe folgende Idee. Was hältst du davon? Ich setze mir eine Schlafbrille auf. Der Haarschnitt ist dann gratis, wenn ich die Schlafbrille auf habe. Wenn ich die Schlafbrille nicht auf habe, dann kostet es was. Und ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, es wird niemand darauf einsteigen, aber wie ihr seht, ich habe Leute gefunden. Und es ist eine wunderbare Performance geworden. Und man darf nicht vergessen, das hatte ich ja natürlich nicht wissen können, man muss wahnsinnig aufpassen, wenn man Haare schneidet, denn ich sehe ja meine Finger dann auch nicht. Und es war sehr vorsichtig. Also wir sind sehr vorsichtig miteinander umgegangen. Ja, jetzt erzählt die Fria. Ja. Magst du vielleicht weiter? Siehst du es gut? Ich sehe schon, ja. Ja, also du bist Installationskünstlerin mit Textschwerpunkt. Genau. Und da haben wir 2 Zitate, wenn du irgendwie vielleicht ein bisschen was zu denen erzählen möchtest. Und auf der nächsten Seite haben wir dann deine 3 Arbeiten, wenn du dich erinnerst. Okay. Ja? Ja, also ich habe gesagt, um was geht es? Hinfallen kann jeder, aber aufstehen muss man selber. Mhm. Das ist so etwas, was ich in meinem Leben gelernt habe und auch ausgeübt habe. Und der zweite Punkt, es geht darum, auch noch spannend. Nicht aufgeben, immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Also das ist aber jetzt auch in meinem Alter und auch Alters, also auch für mein Alter spezifisch,
dass es darum geht, neue Erfahrungen, neue Räume, neue Arbeiten. Und da passt du ja auch wunderbar in Soziotop. So, jetzt schauen wir uns mal drei Arbeiten, damit ihr ein Beispiel habt, was die Fria so macht. Da sehen wir Ausschnitte von ihren Arbeiten, zu denen sie uns auch noch ein bisschen was erzählen möchte. Also rechts oben sieht man die Ausstellung, ein Teil der Ausstellung, die im Künstlerhaus stattgefunden hat. Und das, dieser seltsame Flügel, der da auf der Wand erscheint, das ist ein Lichtreflex von den am Boden liegenden Spiegelelementen. Mhm. Also das Licht verzaubert einfach, macht neue Räume. Um das geht es mir nicht. Dass es nicht um eine Arbeit geht, sondern dass die Arbeit sich in den Raum hinein ausdehnt und eben ganz neue Aspekte, sowie auf der linken Seite ist die Ausstellung, wo die Burgenländische Landesgalerie eröffnet worden ist. Du redest jetzt von Himmel rauscht Silber. Vom Himmel. Und uns heißt, vom Himmel rauscht silbern, wobei das ein Zitat ist aus einem Gedicht von einer burgenländischen Schriftstellerin, die mir eben sehr am Herzen gelegen ist und die wirklich also ganz außerordentliche Gedichte geschrieben hat. Also ich habe es auch noch spannend gefunden, weil das ist nicht ganz klar. Das hast du mir dann erklärt, das haben wir auch dazu geschrieben. Also die Arbeit, die ist 2012 entstanden und es ist eine Arbeit, die von der Decke hängt. Also wir sehen auf dem Foto eine Arbeit, die von der Decke runterhängt. Man schaut hinauf und das, was man im Hintergrund sieht, ist die Decke, ja. Mhm. Weil das ist auch spannend. Da sieht man eben auch, wie die Frier einfach so Objekte auch in den Raum setzt. Hallo, wer auch immer da jetzt so laut irgendwelche Zwischengeräusche hat, bitte das Mikrofon auf stumm schalten. So, und jetzt haben wir noch die Arbeit da unten, Lust am Text, das Segelboot. Lust am Text ist der Name der Ausstellung. Mhm. Die Kuratorin, und die das also die Ausstellung zusammengestellt hat, ist Dr. Eva Maltrowski. Und sie hat also verschiedene Künstler eingeladen, Künstler und Künstlerinnen zu zeigen, wie die Umsetzung von Text zu Bild funktionieren kann. Auch eine schöne Arbeit, ja. Und da, was man jetzt nicht sieht, ist, dass auf einem anderen Bild entsteht im Hintergrund etwas wie ein Segelboot. Mhm. Das also so am Horizont dann entlang geht wie ein Geisterschiff. Ah, spannend. Okay. Ja, sehr cool. So, jetzt gibt es den Call to Action. Nachdem wir zu zweit sind und das Soziotop natürlich wachsen soll, suchen wir euch. Ja? Wen suchen wir? Also, du bist im Alter zwischen 25 und 35, beziehungsweise zwischen 45 und 70 Jahre und du bist eine Frau. Du arbeitest mit Text oder Wort im multimedialen Bereich, Film, musikalisch oder vielleicht auch bildhauerisch. Du interessierst dich für Mentoring, du willst die Kunstwelt verändern und die Gleichstellung ist dir wichtig. Dann suchen wir genau dich. Es ist nämlich noch Platz. Wir zwei wünschen uns noch mindestens 2 bis zu 4 weitere Soziotop-Frauen in unserem Projekt. Ihr habt hier die Adresse von mir, office@katharinareich.com, und ihr könnt mich gerne anschreiben und euch bewerben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir jetzt noch ein paar Frauen dazu gewinnen können. So, die Facetten des Soziotops. Da geht es jetzt um die Ich-Perspektiven, weil es ist natürlich auch spannend, was versteht die Fria unter dem Soziotop und was versteht die Katharina unter dem Soziotop. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt. Also, ich verstehe unter dem Soziotop, ich will mit Erfahrungen anderer Frauen, will ich mich verbinden. Jede von uns weiß Kniffe zum effektiven Vorankommen. Jede Generation weiß etwas anderes. Dabei die weiblichen Perspektiven betrachten, ist mir wichtig und vor allem nämlich dann auch in Austausch kommen. Welche Methodik kann ich
in meinem Leben übernehmen und was will ich ausprobieren? Anregungen und Querdenken erfordert weitergehen. Dazu will ich von Frauen hören und ihre Wege kennenlernen. In dem Fall jetzt mal von der Freya, die ja ein ganz anderes Leben gelebt hat. Ich bin natürlich auch ein sehr neugieriger Mensch und auf meinen eigenen Weg der Selbstwirksamkeit und der Entwicklung bin ich auch neugierig und ich freue mich, wenn ich Anregungen finde. Das ist jetzt die Freya, die ihre Ich-Perspektive formuliert hat. Vielleicht magst du uns da auch noch ein bisschen ausführen, was du in den Gedanken da gedacht hast. Also ist, das habe ich gemeint. Es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen und erst einmal überhaupt kennenzulernen. Also was eigentlich die Ausgangspunkte oder die Schwerpunkte der einzelnen Personen sind. Mhm. Und das wertschätzende Zusammensein. Es geht darum, eben die Uhr, die Gräben, die wir alle um uns graben oder zwischen uns zuzuschütten und eine offene Gegenseitigkeit zu pflegen. Und es geht um ein generationenübergreifendes Know-how. Ich bin neugierig, was anderen in anderen Generationen steckt. Und also in dem Fall eben die Jugend, nicht? Wie diese tickt, nicht? Vielleicht finden wir noch eine ältere Kollegin. Genau. Das wäre ja auch möglich. Also eigentlich ist über 70 auch noch drinnen. Es geht um die Bereicherung in der Gegenseitigkeit. Ah, ja. Und es geht um die Zukunft. Ja, voll. Fällt dir noch was ein oder möchtest du noch was ergänzen oder sollen wir weitergehen? Das gehen wir weiter. Okay. Ja. Was ist die Idee der Soziotope im Publikum? Jetzt geht es dann gleich in die Diskussion über und da habe ich noch drei Ebenen eigentlich rausgesucht, die mir sehr wichtig sind als Initiatorin von dem Projekt. Also ich finde ganz spannend, des Experiments der American Audiovisual Society, die nachfragt, wie viel bleibt in Erinnerung? Weil ich ja eben mit Sinnlichkeit arbeite. Wenn ich etwas lese, bleiben mir 10% in Erinnerung. Wenn ich etwas höre, ist es schon weit mehr, sind es 20%. Sehe ich etwas, sind es 30%. Sehe und höre ich was, ist es so intensiv, dass ich mir 50% merke. Das erklärt dann auch, warum das Fernsehen so interessant ist. Wenn ich selber was sage, dann bin ich natürlich wichtig. Das kennen wir auch alle, das merken wir uns ganz gut. Und die Selbstausführung, also tue ich etwas, arbeite ich etwas, das kennen wir ja auch, oder? Wenn wir ein Objekt umsetzen, dann ist es eigentlich am allerintensivsten im Erleben. Ja, oder wie geht es dir da, Freya? Hm? Also bei der Umsetzung da. Da ist man am intensivsten genau. Dabei. Was ich noch spannend finde, ist die Sinneswahrnehmung und das Sinneansprechen aus der Anthroposophie, wo 12 Ebenen unterschieden werden. Da sehen wir den Ich-Sinn, den Gedankensinn, den Wortsinn, den Hörsinn, den Wärmesinn, den Sehsinn, den Geschmackssinn, den Geruchssinn, den Tastsinn, dann den Gleichgewichtssinn und jetzt auch was Schönes, den Bewegungssinn und den Lebenssinn. Aha. Das heißt, in der Anthroposophie wird der Begriff der Sinnlichkeit noch um einiges erweitert als unsere 5 bis manchmal 6 Sinne. Und ich finde ganz spannend, diese grünen Unterstrichenen, also die Inspiration mit dem innerlichen Erleben verbinden, dann den Gedankensinn und den Hörsinn verbinden und den Sehsinn. Also die Imagination, die Fantasie ist einfach auch was Wichtiges. Und am Ende bestehen wir ja alle aus dem Lernen auf der einen Seite, auf dem Erinnern, das meistens irgendwie hoffentlich an Positives gekoppelt ist, ein positives Erleben, weil da lernen wir leichter. Dann an die Erfahrungen, wie oft habe ich etwas schon gemacht, kenne ich mich da schon aus oder ist es das erste Mal? Und dann geht es natürlich ums Anwenden. Ja, jetzt würde ich euch gerne fragen, wo stehe ich mit den Gedanken zum Soziotop
und möchte am Ende jetzt zu einer Diskussion anregen und mich auch bedanken fürs Zuhören und eure Geduld. Und beende jetzt gleich, also ich zeige vielleicht noch die letzten zwei Slides und dann sollten wir diskutieren. Ich finde das noch wahnsinnig witzig. Ihr kennt sicher Bhutan, die haben eine Glücklichkeit in der Verfassung. Und das ist ein positives Straßenschild. Be safe on my curves. Einfach langsamer fahren. Und ich finde das, auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen sexistisch, das ist so ein bisschen schwierig, der Teil. Aber stellt euch mal vor, unsere Straßenschilder wären nicht mit Verboten, Parken verboten oder so voll, sondern es würde einfach etwas positiv Formuliertes dastehen. Ich glaube, wir würden uns leichter tun. Hier passt ein Auto hin. Ja, genau, hier passt ein Auto hin oder bitte parkt ein Auto doch woanders. Ich glaube, wir könnten viel positiver miteinander umgehen. Also am Ende der Aufruf zur glücklichen Rebellion. Hier habe ich noch den Kontakt zu mir für diejenigen, die sich melden wollen. Am besten einen Screenshot machen oder meinen Kontakt abnotieren. Ich gebe hier meine Telefonnummer her und meine E-Mail-Adresse. Und ich freue mich, wenn ihr mich direkt anschreibt. Sonst könnt ihr auch ans Künstlerhaus schreiben. Und die Julia wird, glaube ich, hoffe ich, weiterleiten. Ja? Zum Call to Action gab es noch eine Frage von Gerald Frey, ob das nur für Künstlerhausmitglieder ist. Nein, ist auch für andere natürlich gerne. Und genau. Ich möchte euch jetzt gerne bitten, dass ihr die Mikros anmacht und die Bilder auch anmacht, damit wir euch schön sehen können, weil das natürlich viel mehr Spaß macht. Und ja. Genau, ich wollte auch noch sagen, ich schicke auch noch einmal an alle Mitglieder die Information mit dem Call to Action, das schicke ich morgen aus. Und Katharina, du freust dich auch, wenn das weitergeleitet wird, oder? Also man darf das durchaus... Ja, voll gerne. Also ich schreibe noch mal in den Chat auch meine E-Mail-Adresse. Super. Das jetzt? Da unten. Achso. Die Freya fragt gerade, wo ich das hinschreibe, weil für die Freya ist das natürlich alles immer spannend. Ich lerne. Ja. Ja, macht euch einfach mal sichtbar, macht die Mikros an. Ich freue mich, wenn ich euch sehe und ja, wie ist es euch gegangen? Was findet ihr? Darf ich schon was sagen? Bitte. Hört man mich, ja? Ja, wir hören dich. Also, habe ich sehr interessant gefunden, hat mir gut gefallen, alle Ansätze und so, fühle mich irgendwie angesprochen. Jetzt eine Frage zu eurer Suche. Wieso sind Frauen zwischen 35 und 45 nicht dabei? Weil ich das abdecke. Ach so, okay. Okay. Da fällst du eh nicht rein, oder? Nein, falle ich nicht rein. Und wie viele wollt ihr überhaupt werden? In Summe 6. Okay. Gut. Wieso gerade 6? Stelle ich mir einfach angenehm vor. Gut, ja, also man weiß, dass ab 9 eine Gruppe schwer zu leiten ist und davon kann ich auch ein Lied singen, weil ich war ja, habe ich dir schon erzählt, mit Begründerin von Zelle im Künstlerhaus. Und da rauscht jemand ganz massiv. Ja. Okay. Und wir waren streckenweise 17 Leute, die an was gearbeitet haben und da wird es dann schon ziemlich mühsam. Also und angeblich sei ja eine Gruppe bis 9 noch irgendwie lenkbar. Also insofern ist 6 vielleicht eine ganz gute Zahl. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ich freue mich, wenn du dich meldest. Ja, ich habe mich eh schon bei dir gemeldet. Heißt das, ich soll mich jetzt noch einmal melden? Oder? Ja, es gibt also, um das einfach, nachdem wir in Kontakt waren ja schon, also das, was wichtig ist, ist eigeninitiativ sein. Und sich telefonisch auch gerne melden. Es gibt einen Termin, an dem es ein telefonisches Gespräch geht, wo einfach okay. Fragen gestellt werden können. Der ist so zwischen 20 und 30 Minuten, also rough. Und da wird abgeklärt, ob das zusammenpasst. Okay, gut. Also, und ihr hattet auch noch stehen jetzt Schwerpunkt auf Wort und Bildhauerei. Ist das jetzt sehr wörtlich zu nehmen, oder?
Naja, es sind halt einfach Bereiche, die uns auch noch interessieren würden, wo wir halt gerne Ergänzung finden würden. Aber nachdem du Malerei machst und wir jetzt keine Malerei machen eigentlich, würde das auch passen, Maria. Ja, ich so performativ habe ich ja auch schon viel gearbeitet, nur das mache ich halt jetzt auf meiner Website nicht so publik, weil irgendwo muss man sich fokussieren und Schwerpunkte setzen. Aber da habe ich schon auch eine Art dahin, ja. Ja. Objekte auch, ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir was machen, ja. Also ich bin interessiert, ja. Ja, cool. Ja, durchaus. Dann melde dich einfach in den nächsten Tagen. Meine Telefonnummer hast du. Ja. Ich freue mich, wenn du anrufst. Und dann machen wir uns einen Termin aus, wenn es nicht gehen sollte, in der Zeit, wo du anrufst. Und wir reden. Ja? Okay, gut. Okay, gut. Wie schaut es denn bei Attila, bei Gerald, bei Leonard aus? Ist denn so die längerfristige? Ja, stimmt. Ja, Zeitraum. Okay, sollen wir uns danach melden oder? Nein, einfach, Gerald. Ich wollte wissen, eine längerfristige Zielsetzung, was soll für den Einzelnen dabei rauskommen? Gibt es da so einen Plan konkret? Oder? Also es wird eine Ausstellung gemeinsam das erst geben. Entwickeln? Es wird eine Ausstellung gemeinsam geben. Es wird auch im Sommer, soweit es möglich ist, ist auch geplant ein gemeinsamer Aufenthalt eine Woche, wo wir einfach auch zusammenwachsen. Und es wird ein Buch voraussichtlich geben. Das ist aber abhängig, ob die Förderung zustande kommt, die ich beantragt habe oder nicht. Ja. Attila, du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Bitte. Ich finde super Idee. Sehr gut. Nur können wir jetzt ein bisschen benachteiligt vor, weil kein einziger Mann irgendwie benannt worden ist. Es geht nur um die Frau selber. Ich finde das schon okay. Aber wir Männer stehen jetzt irgendwie so neben der Linie und schauen da irgendwie zu, oder wie läuft das ab? Naja, also Männer als Opfer in einem Patriarchat sind für mich ein bisschen schwierig. Ja, lieber Attila. Nein, gar nicht. Da bist du bei mir bei der Falschen gelandet. Ja, ich finde die Idee. Es gibt aber bei dem Projekt die Möglichkeit, dass man sich sehr wohl auch als Mann beteiligt. Erstens mal, du kannst zu Ausstellungen kommen. Du kannst in unserem Sinne auch einen patriarchatskritischen Text zum Beispiel fürs Buch schreiben. Du könntest auch gerne einen Vortrag halten, der in dieses Framing passt. Und ja. Aber nicht als Mitglied, sondern als Außenseiter, oder? Ja. Ich sag, als nicht Gast als vielleicht. Das klingt schon besser als Außenseiter, oder? Außenseiter, ja. Klingt nicht schön, nein. Gast. Vielleicht ein bisschen noch an der Terminologie arbeiten, gell? Ich bin halt so, Tiroler pur. Okay. Ja, nein, ich finde das super. Gute Idee. Ja. Schreib einfach, was du da für Ideen hast. Meine Telefonnummer hast du eh. Wir haben eh auch schon telefoniert. Das Projekt damals ist nicht zustande gekommen. Vielleicht hast du jetzt Lust, irgendwie dich jetzt zu beteiligen. Gerne. Aber gerne. Ja. Ja, wie schaut's aus? Max Mustermann, wer auch immer sich da verbirgt, oder der Leonard, vielleicht wollt ihr da auch noch was sagen? Die Luisa Hübner oder die Eva Doppertsberger, ich würde mich freuen. Ich bin zu alt. Du bist zu alt? Ich bin 74. Bist du zu alt? Ich bin in der Lücke. Na, bitte, wir runden sofort auf. 75 geht. Bin ich zu alt? Ja, also Eva, es wird sofort erweitert. Julia, wir müssen das Alter anheben für unseren Search, dass sich die Eva auch noch einklinken kann. Passen wir noch an, super. Aber ja, passen wir noch an. Ich finde super, dass du dabei bist. Das Alter nicht eingrenzen. Ja, ja. Nein, ich mache eigentlich Videoexperimente, also so ganz passe ich nicht hinein. Ja, melde dich doch.
Du hast meinen Kontakt jetzt eh auch da im Chat. Kopiere ja. den und melde dich gerne, Eva. Ich freue mich, wenn ich eine E-Mail von dir kriege. So, ich lese jetzt hier im Chat, dass die Lisa Hübner nicht reden kann. Sie kann nur schreiben und sie schreibt dann Mail. Ja, da freue ich mich drüber. Luisa, entschuldige. Luisa. Ja, gerne. Max Mustermann ist irgendwie das nächste Mal dabei und macht jetzt einen Anruf, wer immer sich da verborgen hat, wir wissen es nicht. Der Max ist auch ein Mitglied seit kurzem. Er ist ein ganz neues Mitglied im Künstlerhaus, wird sich sicher bald auch vorstellen. Okay, interessant. Der ist schon draußen. Und der Leonard, vielleicht mag der noch irgendwie was sagen. Würde mich auch freuen. Ist auch was geschrieben. Wo? Viel Glück bei Ihrem Projekt, hat uns geschrieben. Ah ja. Kann auch sicher, auf Englisch wird auch gehen, oder? Ja klar, also I speak English fluently. I've worked in England for a while. I don't mind. Never, nor do I. Okay. Ich hätte noch eine Frage jetzt, weil wir es sollten 6 Personen zusammenkommen. Ja. Und jetzt, wie ist denn das jetzt mit der Altersverteilung? Wo verteilen wir die anderen hin? Ja, am besten dorthin, wo noch niemand ist. Also wo... Ich bin 40 und die Fria 87. Okay. Und du bist, wie alt bist du? Da muss ich mal nachdenken. 59. Ja, okay, ja. 59. Na bitte, dann sollten genau in den, weiß ich nicht, 3-4 Jahre aufwärts und abwärts jetzt niemand sein, halt einfach so generationenmäßig. Okay. Und ich glaube, so bis 25 Jahre runtergehend macht einfach Sinn, weil man dann schon ein gewisses Schaffen hat. Und was ich auch anrege, ist, es können auch nicht nur Künstlerhausmitglieder, das hat der Gerald eben gefragt, also Frauen, die auch gerne von außerhalb kommen. An die Julia wird dann die Bewerbung weitergeleitet, oder? Ich weiß nicht, wie das intern funktioniert, aber vielleicht mag die Julia uns dann noch kurz was sagen, dass das einfach auch noch klar ist. Aber das ist doch eh einfach, nicht? Naja, wir sind schon Mitglied, aber es gibt Leute, die vielleicht noch nicht Mitglied sind und dass das einfach auch nach draußen getragen werden kann. Julia, magst du uns noch kurz sagen, wie das läuft? Also du meinst, wenn jemand mitmachen möchte, der kein Mitglied ist? Ja, weil grundsätzlich das Projekt ist so konzipiert. Ich rege natürlich gerne an, dass die sich auch bewerben. Ja. Bringt es was, wenn sie reinschreiben, also sind beim Soziotop und wollen sich einfach gerne bewerben und so über diese Schiene, dass du einfach so ein bisschen so eine Zuordnung hast. Wenn sie bei euch dabei sind und dann Mitglied im Künstlerhaus werden wollen. Ja. Jederzeit gerne an mich. Ich habe darauf keinen Einfluss. Ich gebe das weiter. Ja, klar. Der Mitgliederausschuss und der Vorstand entscheiden das. Aber immer, also abgesehen, also egal, wenn jemand Mitglied werden möchte, immer gerne an mich schreiben. Ich kann auch Fragen beantworten und das weiterleiten eben und Fragen zum Aufnahmeprozess beantworten. Jederzeit. Okay. Aber wir können natürlich auch, wenn wir den Aufruf ausschicken, morgen und sich dann jemand meldet, der mitmachen möchte, aber kein Mitglied ist, dann kann es auch gerne über uns gehen. Also ich kann es auch dann gerne an dich weiterleiten, wenn du das so machen möchtest. Aber du möchtest... Ja, voll gerne. Einfach gerne die Kommunikation. Ja, voll gern. Genau. Und vielleicht schreiben wir es auch rein, dass es auch für Nichtmitglieder offen ist. Ich glaube, das wäre noch gut, wenn wir das ergänzen. Also das Alter, das hat uns jetzt noch die Eva hingewiesen. Alter anpassen. Dank Maria und Gerald sind wir auch noch drauf gekommen. Ja, mehrere Köpfe denken mit und dann ergänzt sich das auch noch. Super. Ja. Und hast du auch überlegt, weil... Repräsentation, ja, Entschuldigung. Repräsentation von heute ist ja aufgezeichnet. Ja. Kann man die auch irgendwie teilen? Ja, ich werde das auf der Webseite teilen und dann könnt ihr den Link weiterschicken. Perfekt. Ah, cool. Ja, dann können sich die Leute das eigentlich auch kurz anschauen. Ja, super. Genau. Dann haben wir eigentlich quasi die Erklärung auch noch. Ja, super. Danke. Gut. Hat sonst noch wer Fragen? Ich sehe jetzt noch CK anwesend. Liebe CK, da war ein Mann zu sehen. Vielleicht hat er auch noch Lust, irgendwie eine Frage zu stellen. Hm.
Ich glaube nicht. Irgendwelche komischen Computergeräusche höre ich jetzt noch. Naja, weiß nicht, wenn sonst noch irgendwer Fragen hat, gerne noch. Sonst würde ich sagen, wir sind an sich durch mit dem Projekt. Die geplante Ausstellung wird im Künstlerhaus stattfinden und wann ungefähr? Ja, die Idealvorstellung, und das wäre im Sommer nächsten Jahres dann geplant. Also da muss ich dann natürlich auch noch schauen, weil jetzt mit Pandemie, da verschiebt sich alles. Sonst, wenn du einen Raum hast, Gerald, we are open. Wir kommen alle angereist, wo auch immer. Okay. Also da sind wir auch für Anregungen offen. Auch Attila, wenn du da Ideen hast. Ja, ich würde auch gerne nach Innsbruck einladen, war kein Problem. Mit unseren südafrikanischen Versionen. Wenn man wieder einreisen darf. Naja, vielleicht auch für den Aufenthalt, für die eine Woche. Vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Attila. Ich meine, da kannst du dich ja auch als Gastgeber, weiß ich nicht. Ich habe da auch schon gedacht, so pandemiefreundlich ist vielleicht auch auf der grünen Wiese mit dem Zelt oder so. Oh, das ist warte mal, wir müssen einfach diesen Pandemie abwarten und das Ganze mal über den Jordan bringen. Dann kann man über solche Sachen eigentlich weiter nachdenken. Nein, da kann man jetzt auch schon drüber reden. Wenn ich immer warte, bis Pandemien vorbei sind, dann passiert nichts. So ja, bin ich nicht. Wenn du keine Genehmigung kriegst, dann dann kannst du lang anstehen, bis du irgendwas kriegst, dass du genehmigt wird. Ach du, das hat bis jetzt auch funktioniert. Und im Projekt sind ja schon zumindest zwei Frauen. Und die Maria ist interessiert. Aber ich habe ja auch ein Haus. Stimmt, und im Burgenland gibt es auch einen Raum und ein Haus, wo wir uns treffen können. Also, wir Frauen sind renitent. Ja, genau. Aber na, vielleicht gibt es eben Ausstellungsräume. Aber ich freue mich, wenn du mir da Anregungen zukommen lässt, wirklich. Habt ihr schon ein Projekt, an dem ihr schon bereits arbeitet, oder wartet jetzt ihr jetzt auf die sechs Personen, die insgesamt? Nein, wir arbeiten schon konkret an Ideen. Ja, also das läuft schon. Wieso ist das die dritte raus? Was war da? Gesundheitliche Gründe. Deshalb ist sie leider ausgefallen. Da kann man nichts machen. Ja. Das kann immer passieren. Ja. Das Leben ist ein bisschen. Aber ich habe sie euch eben auch gezeigt und es ist ganz kurzfristig passiert. Das kann immer passieren. Ja. That's life, du sagst es. Ja. So. Ja. Noch irgendwelche Fragen? Bei dir, Julia, noch irgendwas offen, was dir aufgefallen ist? Ich habe noch überlegt, ob du, weil wenn wir das an die Mitglieder schicken, natürlich den Aufruf auch, dass es weitergeleitet wird, aber ob du geplant hast, um auch Jüngere zu finden, das vielleicht auch irgendwie an Unis zu schicken oder so? Da war ich auch schon in Kontakt. Die Sache ist die gewesen, dass Junge oft recht klar gebunden sind an Studienpläne. Mhm. Also ich weiß nicht, wie das ist, aber ja, kann man auch gerne weiterleiten. Also whoever is open, gerne. An Hochschulen, Hochschulen, in Seniorenheime, Künstlervereinigungen. Könnten wir dann noch überlegen, wo wir es noch hinschicken? Oder vielleicht habt ihr... Ja, voll. Und wer Anregungen hat, wo wir es über Netzwerke verteilen können, auch die Herren der Schöpfung. Ich bin wirklich froh, wenn ich auch noch Kontakte kriege, wo wir unseren Suchaufruf gerne hinschicken können. Ich würde auf IG nochmal versuchen. IG ist gut. Ja, super Idee. Ich gebe nur zu bedenken, ich denke, es werden ziemlich viele Anfragen kommen. Also du hast viel zum Abarbeiten dann. Okay. Ich hatte das bis jetzt auch in der jetzigen Phase. Ist schon okay. Nicht, dass es zum schlechten Starmania wird. Nein. Das hat nichts mit Starmania zu tun. Scheiße. Na, wenn so viele Leute, dann musst du ja auswählen auch noch. Dann so ja, und so. Genau. Nein, also so funktioniert das nicht. Das hängt eigentlich eher mit der Bereitschaft, einfach sich zu treffen, auch zusammen und auch mit der Offenheit zur Interaktion. Und da geht es dann eh ganz schnell, ob man bereit ist, einfach auch
diese Zeit zu investieren und auch die Interaktion zu haben. Da bin ich auch neugierig. Also ich freue mich sehr auf Bewerbungen. Ja. Bin ich gespannt. Ja, also, ich auch. Ich bin schon neugierig. Ja. Ja, gut. Ich glaube, dann können wir uns jetzt verabschieden. Außer es gibt noch irgendwo eine Frage. Irgendwer hat noch eine brennende Frage. Also im Chat ist jetzt nichts mehr. Ja, ich glaube, da haben wir alles beantwortet. Genau. Und wenn sonst noch Fragen später auftauchen, kann man die ja jederzeit an die Katharina oder auch an mich schicken. Ich leite es dann weiter. Und eben folgt eben noch die Aussendung mit dem Call. Vielleicht, wenn dann noch Fragen auftauchen, auch jederzeit. Und wir werden sicher noch ein paar Mal was ausschicken, so wie ich das sehe, oder? Ja, voll, das glaube ich auch. Also ihr hört sicher von uns. Genau. Ja. Ja, gut. Ich möchte mich bedanken für den Rahmen und deine Bereitschaft, uns zu supporten. Julia, vielen Sehr Dank. Gerne. Ich möchte mich auch noch bei der, wie heißt die Kollegin von der Roten Wand, die hilf mir, ich bin beim Namen so schlecht. Die Marilis? Ja, genau, bei der Marilis Seiler, die da im Hintergrund, die ist heute nicht da, aber die hat auch das sehr supported. Und da möchte ich einfach auch nochmal herzlich Danke sagen. Ja, das leiten wir weiter. Ja. Alles Gute Gut. von mir und ich bin auch schon gespannt, wie es weitergeht. Und vielen Dank für alle, die heute dabei waren. Es war so schön, euch zu sehen. Und ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Baba. Ciao. Danke. Ciao. Viel Erfolg. Danke. Tschüss. Tschüss.